Herzlich willkommen zum astrologischen Monatsüberblick für den Juli 2017 für alle Sternzeichen. Liebe Leute, ich denke mal, viele von euch werden es schon spüren, dass hier ein besonders intensiver Monat auf uns zukommt. Tatsächlich beginnt diese Intensität schon Ende Juni und findet dann zum Vollmond am 9.7. im Steinbock ihren Höhepunkt. Oder sagen wir mal lieber einen Höhepunkt. Gleich Anfang Juli, genau gesagt, am 2.7. haben wir eine Opposition zwischen Mars im Krebs und Pluto im Steinbock. Und dieser Vollmond am 9.7. wird halt auch im Steinbock, in der zweiten Dekade Steinbock, genau auf Pluto, also dem Planeten der Intensität schlechthin verkörpert, stattfinden. Aber gleich am Anfang des Monats, also diese Opposition zwischen Mars im Krebs und Pluto im Steinbock, ist halt ziemlich brisant. Also hier geht es um sehr starke Kräfte, die aufeinanderstoßen und diejenigen von euch, die sich in diesen Tagen eventuell sehr aufgewühlt fühlen oder vielleicht auch wütend fühlen, denn Mars verkörpert auch Aggression, Wut oder aber vielleicht auch ängstlich, verunsichert fühlen, die sollten sich nicht wundern, denn ja, das kann durchaus vorkommen und wenn ihr halt persönlich von dieser Zeitqualität aspektiert werdet, dann wollen diese Energien euch halt auch etwas mitteilen. Wir hatten ja im Juni einen Neumond im Krebs. Diejenigen von euch, die mein Video zu dem Neumond nicht gesehen haben, können es sich gerne nochmal anschauen, denn dieser Neumond, der Ende Juni stattgefunden hat, ist ja die Einleitung sozusagen für den Vollmond, der jetzt am 9.7. im Steinbock auf Pluto stattfindet. Und hier geht es halt sehr viel um unsere Gefühle, um die Meisterschaft unserer Gefühle, wozu natürlich auch Gefühle wie Angst, Wut, Verunsicherung oder Aufgewühltsein stehen. Ja? Und jede Art von Gefühl, natürlich auch jedes positive Gefühl wie Freude und dergleichen, spielt hier eine große Rolle in diesen Zeiten. Und dadurch, dass dieser Vollmond halt im Steinbock, im Zeichen der Meisterschaft, im Zeichen der Autorität, im Zeichen des Erwachsenen stattfindet und der Neumond halt im Krebs stattfand, geht es halt in diesem Mondzyklus sehr viel darum, unsere Gefühle zu meistern. Ja? Und mit meistern meine ich natürlich nicht beherrschen, also im Sinne von verdrängen oder unterdrücken, sondern wie ich auch in dem Neumond-Video schon erklärt habe, ist es wirklich wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass jedes Gefühl in Ordnung ist. Ja? Also natürlich auch sogenannte negative Gefühle wie Wut, Trauer, Eifersucht und dergleichen, dass auch solche Gefühle Anerkennung finden wollen. Ja? Und dass wir halt unsere Gefühle letztlich dadurch meistern, dass wir sie auch annehmen, aber dass wir als Erwachsene natürlich auch lernen, diese Gefühle, das meine ich mit meistern, halt nicht bedingungslos auszuagieren, ja, also dass halt, wenn man halt eine starke Wut verspürt, dass man sich hier sozusagen in die Beobachterposition, also in dem Sinne in die Erwachsenenposition begibt und sich hier anschaut, was hier passiert. Das kann natürlich ganz schön schwierig sein, gerade im Zusammenhang mit Wut, denn Wut kann ja oft so übermannend sein, dass man da auch wirklich, und deshalb geht es hier um Meisterschaft, denn das ist wirklich eine Übungsangelegenheit,
dass man rechtzeitig sich halt schon in diese Beobachterposition begibt und mit einem Teil in sich, also mit dem sehr bewussten Teil, in dem Sinne hier im Steinbock angezeigt, also mit dem erwachsenen Teil, mit der inneren Autorität sich klar macht, was da jetzt mit einem passiert, damit man halt nicht überkocht und nicht von dieser Wut beherrscht wird. Ja, und das ist halt wirklich eine Kunst, die Gefühle einerseits anzunehmen, sie halt nicht zu unterdrücken oder nicht gleich versuchen, auf Gegenwehr zu gehen, also das, wie man es halt ja leider oft in der Kindererziehung sieht. Deshalb haben viele von uns ja auch als Erwachsene dann noch Schwierigkeiten, mit ihren Gefühlen wirklich umzugehen, denn sobald ein Kind weint, ja, dann wird halt der Lolli reingeschoben. Also nicht alle Eltern machen das glücklicherweise, aber man sieht es oft genug, ja, sodass dann halt nicht auch mal die Mutter oder die Eltern überhaupt mit dem Kind sitzen können und die Gefühle aushalten können. Und dem Kind halt dadurch, wenn dann gleich der Lolli oder die Flasche in den Mund gesteckt wird, halt das Gefühl vermittelt wird, das ist nicht okay. Ja, ich meine, natürlich braucht das Kind wirklich manchmal die Flasche oder auch in anderen Situationen sollte auch mal der Lolli gereicht werden. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, dass viele von uns ja nie gelernt haben, auch mit sogenannten unangenehmen Gefühlen wirklich umzugehen. Ja, und hier geht es halt in diesem Monat, was aber im Grunde genommen jetzt nur die Einleitung für die kommenden 18 Monate ist, geht es sehr viel um die Verbindung zwischen unserem inneren Erwachsenen und unserem inneren Kind. Ja, oder natürlich auch wir als erwachsene Kinder in Beziehung zu unseren Eltern oder aber auch natürlich diejenigen von euch, die Kinder haben, ihr als Erwachsene, als Väter und Mütter dieser Kinder halt in Beziehung zu euren Kindern, was denn aber natürlich auch immer beinhaltet, dass ein Vater oder eine Mutter halt auch sich ihrem eigenen Kind widmet, also ihrem eigenen inneren Kind, ja. Und diese Achse Krebs-Steinbock symbolisiert halt die sogenannte Eltern-Kind-Achse, was halt einerseits für Vater und Mutter steht, aber halt auch Vater, Mutter in Verbindung zu dem Kind, also sprich Familie und eine Familienstruktur. Und diejenigen von euch, die halt in einer Familie aufgewachsen sind, in der ihre Gefühle gewürdigt wurden, also ich meine, es gibt natürlich keine hundertprozentig perfekte Familie, aber es gibt hier natürlich absolut gravierende Unterschiede innerhalb von familiären Strukturen und wo man deutlich sehen kann, in welchen Familien den Kindern halt auch das Gefühl gegeben wurde, du kannst sein, wie du bist und ich liebe dich trotzdem, ja, was natürlich nicht heißt, dass das Kind jetzt zum Peter Pan oder zur Pippi Langstrumpf werden musste und den Eltern auf der Nase rumtanzen durfte, aber doch, dass das Kind halt das Gefühl hatte, dass es sich nicht für seine Gefühle schämen muss oder dass es seine Gefühle verstecken muss oder unterdrücken muss und von daher dann natürlich dementsprechend als Erwachsener auch wesentlich besser mit seinen Gefühlen umgehen kann. Und diejenigen von uns, die das halt nicht erlebt haben, die halt aus welchen Gründen auch immer von ihren Eltern nicht die Unterstützung erhalten haben und nicht auch ein positives Geleit bekommen haben in Bezug auf ihre Gefühle und ihren emotionalen Ausdruck, die sind natürlich später als Erwachsene umso mehr aufgefordert, halt diese Beziehung, diese innere Familie sozusagen zu kultivieren und die Beziehung zwischen dem inneren Erwachsenen und dem inneren Kind
dem halt ganz bewusst Nahrung zu geben und sich dem immer wieder zu widmen, ja. Und dadurch, dass halt dieser Vollmond am 9.7. direkt auf Pluto im Steinbock stattfindet und Pluto in höchster Form gelebt, ein natürlicher Psychotherapeut sein kann, ein Heiler, ja, ein Transformator, wo es halt, halt wirklich auch um das Loslassen der Vergangenheit geht, wo man auch eine Erlösung finden kann von altem Kummer, alter Wut, alten Schmerzen, ja, bietet uns dieser Vollmond wirklich eine ausgezeichnete Möglichkeit, hier Gefühle, negative Gefühle halt zu transformieren, dadurch auch zu heilen oder aber auch bestimmte vergangene negative Erlebnisse loslassen zu können. Pluto ist der Planet des Stirb und Werde, ja, wo man halt hier durch eine Art Sterbeprozess geht, um sich wie neu geboren fühlen zu können. Und Pluto ist ja der Herrscher des Skorpions. Der Skorpion hat als einziges Sternzeichen drei Totem, die ihm zugeordnet sind, den Skorpion, natürlich, nachdem er benannt wurde, die Schlange und den Adler oder Phönix. Und die Schlange hat halt sehr viel mit dieser plutonischen Energie zu tun, denn Schlangen wachsen ja ihr Leben lang und dadurch müssen sie sich ja auch immer wieder häuten, denn ja, wenn sie wachsen, muss die alte Haut natürlich abgestreift werden und eine neue Haut muss ihnen wachsen. Ja, und in dieser Zeit, in der sie sich halt in dieser Transformationsphase, in dieser Wachstumsphase, in dieser Übergangsphase befinden, sind Schlangen halt außergewöhnlich aggressiv, weil sie sehr schlecht sehen können. Denn bei Schlangen ist es ja interessanterweise so, dass sogar auch die Netzhaut erneuert wird, ja, und sie sehen sehr schlecht in diesen Zeiten, was natürlich Angst verursacht und Wut dann gleichzeitig wiederum, denn wenn ein Tier Angst hat, was bei uns Menschen kaum anders ist, dann kommt halt auch viel leichter die Wut hoch. Und da Mars hier, wie gesagt, direkt an diesem Vollmond in einem Spannungsaspekt beteiligt ist, brauchen sich viele von uns jetzt auch nicht wundern, werden sie vielleicht sich sehr angespannt oder aber sogar wütend fühlen, ja, und schnell in die Luft gehen. Oder aber, wenn sie halt nicht wirklich mit ihren Gefühlen in Kontakt sind, dann kann sich die Wut auch nach innen richten und dann versucht man vielleicht, sich besinnungslos zu besaufen oder sonst irgendwelche Alternativen zu finden, weil einem vielleicht gar nicht so direkt bewusst ist, was mit einem passiert. Dieses Beispiel mit der Schlange habe ich jetzt angesprochen, damit ihr euch klar macht, dass halt dadurch, dass wir jetzt so wachsen in diesen Zeiten, ja, äußerlich, innerlich oder aber vielleicht auch erstmal nur innerlich und dann äußerlich. Ja, also mit äußerlich meine ich zum Beispiel eine neue Beziehung, ein neuer Job, also dass halt tatsächlich im Außen irgendwas Großes wächst und dadurch muss man natürlich auch innerlich mithalten können. Oder aber es wächst erstmal etwas im Inneren, was sich dann später im Außen manifestieren wird. Aber dadurch, dass wir uns jetzt in unheimlichen Wachstumsschüben befinden, ja, und das geht jetzt nicht nur im Juli, also dieses ganze Jahr ist so anstrengend, ja, und von daher müssen wir auch besonders geduldig und nachsichtig und verständnisvoll uns selbst gegenüber sein. Und von daher können wir wie die Schlange in ihrer Wachstums- und Häutungsphase halt auch manchmal sehr angespannt sein oder sehr genervt sein oder wütend sein oder traurig oder ängstlich sein und wissen vielleicht gar nicht so genau, woher das jetzt kommt. Ja, und da sollten wir halt denn auch den inneren Erwachsenen
zu Rate rufen, der hier im Steinbock angezeigt wird, und uns dahingehend halt dementsprechend auch begleiten. Ja? Und wir haben in diesem Monat 5 Zeichenwechsel, ja, also das Wort sagt es ja schon an, also sehr wechselhaft, sehr veränderlich, hier wird sehr viel passieren. Am 5.7. wird Venus sich dann aus dem Stier, aus ihrem Herrscherzeichen verabschieden, in die Zwillinge eintreten. Am 6.7. wird Merkur in den Löwen eintreten. Und am 20.7. wird Mars in den Löwen eintreten. Am 26.7. wird Merkur in die Jungfrau eintreten und am 31.7. wird Venus die Zwillinge schon wieder verlassen und wird in den Krebs eintreten. Ja, also hier passiert unheimlich viel in diesem Monat und hier kommt durch die Venus in den Zwilling dann eine sehr bewegliche Energie noch mit hinzu, eine sehr flexible Energie aber auch und durch die Löwe-Betonung, also dadurch, dass Merkur in den Löwen eintreten wird, dann haben wir am 23.7. einen Neumond ganz am Anfang des Löwen. Dadurch, dass Mars auch in den Löwen eintreten wird, wird halt auch sehr viel Feuer mit reinkommen, ja? Und Feuer und Luft zusammen, ja, begünstigt sich gegenseitig noch, also verstärkt sich gegenseitig noch, aber kann halt auch sehr herausfordernd sein, ja. Und dieser Neumond am 23.7., der ganz am Anfang vom Löwen stattfindet, ist hier wirklich jetzt die absolute Einleitung zu dem Zyklus des aufsteigenden Mondknotens, der ja für die kommenden 18 Monate durch den Löwen läuft. Das ist der erste Neumond mit dem aufsteigenden Mondknoten im Löwen. Und das Interessante ist, dass wir außergewöhnlicherweise 2 Neumonde im Löwen in diesem Jahr haben. Wir werden nämlich im August einen weiteren Neumond im Löwen haben, der gleichzeitig auch eine Sonnenfinsternis ist. Und was für eine! Diese Sonnenfinsternis, die dann halt gleichzeitig auch der zweite Neumond im Löwen sein wird, die dann im August stattfindet, wird seit Jahren schon von Astrologen besprochen. Aber dazu komme ich dann natürlich, wenn es soweit ist. Jetzt haben wir halt, wie gesagt, erstmal am 23.7. den ersten Neumond im Löwen, der zusammen mit Mars im Löwen stattfindet. Und auch hier eine weitere Betonung auf die Wichtigkeit des inneren Kindes oder natürlich auch, wenn ihr Kinder habt, euren Kindern gegenüber aufmerksamer zu sein, ja, oder auch dahingehend lernen zu können von Kindern oder in der Auseinandersetzung mit Kindern, wie ihr euer inneres Kind halt wieder richtig aufleben lassen könnt. Ja, ich habe ja ein ziemlich ausführliches Video zu dem Zyklus, zu dem ziemlich langen Lauf vom aufsteigenden Mondknoten durch den Löwen gemacht. Diejenigen von euch, die es noch nicht gesehen haben, können es sich gerne anschauen, weil ich das jetzt hier die ganzen 40 Minuten, die ich da besprochen habe, jetzt nicht natürlich hier noch mit unterbringen kann. Aber im Löwen geht es halt sehr viel um unser inneres Kind, um tatsächliche Kinder. Hier geht es um den spontanen Selbstausdruck, den kreativen Selbstausdruck. Hier geht es um unsere Kreativität, um unsere Sexualität, um Risikofreude, um Selbstdarstellung, um Lebenslust, um Lebenskraft, Lebensenergie. Ja? Und hier geht es darum, dass wir uns auf die Sonnenseite des Lebens oder natürlich auch unsere Selbst konzentrieren. Denn wir befinden uns, ich denke, das muss ich nicht extra betonen, halt doch in sehr, sehr, sehr herausfordernden Zeiten in diesen Jahren. Und von daher ist das Beste, was wir für uns selbst, aber auch für das Kollektiv tun können, dass wir halt
eine positive Energie aufrechterhalten, ja, und halt uns wirklich versuchen, auf die lichten Seiten unser Selbst und natürlich auch des Lebens zu konzentrieren. Und damit meine ich nicht, dass man sich blind, taub, stumm gegen alles Negative stellen soll, ja, und wie ein Pferd mit Scheuklappen durchs Leben gehen soll, aber dass es halt wirklich gerade in diesen herausfordernden Zeiten, in denen wir uns befinden, wirklich substanziell ist, dass wir die Fackeln hochhalten und dass wir halt wirklich uns an der Sonnenseite, an der lichten Seite wirklich orientieren, ja, und uns halt nicht von diesen ganzen negativen Nachrichten und diesen wirklich zum Teil absolut schrecklichen Geschehen auf dieser Welt halt runterziehen lassen, ja, und uns halt wirklich bewusst immer wieder unser Licht nähren. Und ich möchte auch immer wieder dazu aufrufen, das auch im Alltag zu tun. Also wenn man in einen Laden geht, dass man so freundlich wie möglich halt zu den Angestellten dort ist oder wenn man in der U-Bahn fährt oder überall da, wo man halt mit Menschen in Kontakt kommt, dass man sich halt wirklich versucht, von seiner Sonnenseite zu zeigen. Das verschönert das Leben für einen selbst, aber natürlich auch für die anderen. Und das macht so viel aus, wenn wir halt einfach auch, das heißt einfach, ich meine, das Leben besteht aus Millionen kleiner Alltage, ja, wir sollen nicht nur, wenn wir irgendwo uns präsentieren müssen, dann strahlen, ja, gerade in alltäglichen Situationen ist es besonders wichtig, dass wir halt da auch immer strahlen, ja. Und wie gesagt, damit meine ich natürlich nicht so ein aufgesetztes Zahnpasta-Strahlen und dass man halt seine Gefühle unterdrücken soll. Also wenn man sich halt niedergeschlagen fühlt, wenn man sich traurig fühlt oder verärgert oder sonst was, dass man sich dann krampfhaft eine Maske aufsetzen soll, ja. Aber dass man halt versucht, so positiv und so optimistisch wie möglich zu sein. Und um das dauerhaft zu erreichen, zu aufrechtzuerhalten und auch wirklich bewusst zu kultivieren, ist Dankbarkeit absolut grundlegend. Ja? Also wenn wir nicht dankbar sind für das, was wir schon haben, warum sollten wir mehr bekommen? Also wenn wir nicht mal das schätzen können, was wir schon haben, warum sollte man uns mehr geben? Ja? Und ich kann immer wieder nur sagen, wie schön und wertvoll es ist, ein Dankbarkeitstagebuch sich zuzulegen. Ja? Oder wenn man halt generell Tagebuch schreibt, dass man da dann an jedem Abend halt immer mal ein paar Dinge aufschreibt, für die man dankbar ist. Und das ist nicht nur für diesen Moment, in dem man sich die Dinge halt wieder ins Gedächtnis ruft und aufschreibt, halt sehr wertvoll, sondern ihr werdet sehen, auf lange Sicht werdet ihr euren Blick, euren Fokus immer mehr auf das Positive ausrichten. Und je mehr ihr euren Fokus auf das Positive ausrichtet, desto mehr Positives wird auch in euer Leben kommen oder in unser Leben. Ich beziehe mich dann natürlich mit ein. Und in der Psychologie nennt man das ja die selektive Wahrnehmung. Ja, oder die selektive Wahrnehmung hat auf jeden Fall ziemlich viel damit zu tun. Also mit Ausschnitten, die man wahrnimmt oder auf die man sich halt auch bewusst, wie in dem Beispiel, was ich jetzt nenne, halt fokussiert. Und wenn man sich halt wirklich jeden Abend die Dinge vor Augen führt, für die man dankbar ist, und das können ganz kleine Dinge sein, einfach, dass irgendwo ein netter Mann einen Sitz
in der U-Bahn angeboten hat oder die Tür aufgehalten hat oder den Kinderwagen runtergetragen hat oder. Ja, also was auch immer es ist, selbst wenn ihr 50 Cent auf der Straße gefunden habt oder was auch immer es ist, also das Aufschreiben, ja, und wie gesagt, ihr werdet bemerken, dass das auf lange Sicht eine ungeheure Wirkung hat und dass ihr dadurch immer mehr Positives auch in euer Leben einladen werdet. Und ich sehe ja im Internet, wie viel Bedürfnis die Menschen eigentlich nach Positiven haben, also diese ganzen Herzchen, die da immer gepostet werden, diese Sonnen, die da immer gepostet werden. Aber warum sehe ich die Menschen im Alltag nicht? Ich frage mich immer, wo sind die im Alltag? Ich sehe so selten mal Menschen, die mich anlächeln. Also ich laufe immer lächelnd durch die Straßen, also wirklich in 95% der Fälle laufe ich lächelnd durch die Straßen. Und es ist ganz, ganz selten, dass ich das gespiegelt bekomme. Ja, und es geht wirklich, wie gesagt, nicht darum, sich zu verstellen. Es geht um den Fokus, es geht um die Ausrichtung, es geht wirklich um die Aufmerksamkeit, wo wir die hinwenden. Liebe Leute, wie immer gäbe es so viel mehr zu berichten, denn dieser Monat ist wirklich vollgestopft mit einem Ereignis nach dem anderen, aber ich werde mich bestimmt noch mal blicken lassen zwischendurch vor dem Neumond im Löwen und wie immer werde ich natürlich auch Updates auf meinem Blog posten, wo ihr gerne immer wieder vorbeischauen könnt oder ihr könnt mich auch auf Google adden, damit ihr nicht immer auf dem Blog vorbeischauen müsst, dann bekommt ihr automatisch halt die Nachricht, wenn ich was gepostet habe. Ihr könnt euch natürlich auch sehr gerne persönlich von mir beraten lassen und über das Kontaktformular auf meiner Website Kontakt zu mir aufnehmen. Ihr könnt euch auch gerne Aufnahmen von mir erstellen lassen, also zu eurem Geburtshoroskop, zu einem Partnerschaftshoroskop, zu eurer persönlichen Zeitqualität. Und ihr könnt gerne meine spezifischen astrologischen Videos schauen. Ich habe jetzt da lange keine neuen Videos hinzugefügt, aber die alten sind nach wie vor abrufbar. Ich hatte einfach zu viel andere Dinge zu tun, werde aber bestimmt auch wieder neue Videos drehen. Und natürlich erstelle ich auch auf Wunsch, auf Anfrage halt Videos für euch, die halt einem ganz bestimmten Thema gewidmet sind, also zum Beispiel ein Venus-Video oder eins, was direkt auf Mars ausgerichtet ist oder auf Pluto oder auf welchen Persönlichkeitsanteil oder auf welchen Lebensbereich halt auch immer. Und wie immer freue ich mich auch sehr über eure Spenden für meinen YouTube-Kanal und bedanke mich wie immer bei denjenigen von euch, die bereits gespendet haben. Einen heilsamen, erfolgreichen Juli 2017 und ich hoffe, wir machen das Beste draus. Bis dann, ciao!